Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Das Unmögliche möglich machen. Die Schöpfer, gechannelt durch Daniel Scranton am 23. August 2024, übersetzt von Wolfgang. Wir sind für euch da. Wir sind die Schöpfer. Wir sind ein zwölfdimensionales Kollektiv nicht physischer Wesen und wir sind hier, um zu helfen. Wir wissen, dass ihr alle viele Herausforderungen in eurem Leben zu meistern habt und wir wissen auch, dass ihr diese Herausforderungen sehr sorgfältig auswählt. Wir möchten euch dabei helfen, diese Herausforderungen als Entscheidungen zu sehen, die ihr getroffen habt. Sie sind die Wege, die ihr für euch als die besten für euer Wachstum und eure Entwicklung auserkoren habt. Jede dieser Herausforderungen ist eine Gelegenheit für euch, euch selbst vollständiger und umfassender kennenzulernen, so wie ihr wirklich seid. Ihr seid dazu bestimmt, euch als göttliche Wesen der Liebe und des Lichts zu erkennen, und dennoch geht ihr auf so viele verschiedene Arten mit den physischen Dingen um, die vor euch liegen. Einige der Arten und Weisen, wie ihr mit den unterschiedlichen Aspekten eures Lebens umgeht, sind nicht hilfreich für euch, und das müsst ihr erkennen. Manchmal müsst ihr Misserfolge erleben oder nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vorgehen, denn jedes Mal, wenn ihr versucht, etwas auf eine bestimmte Art und Weise zum Laufen zu bringen, oder wenn ihr einen bestimmten Ansatz verwendet und es nicht funktioniert, kommt ihr der Lösung näher. Ihr kommt eurem wahren Selbst näher, eurem ganzen Selbst, und dieses Selbst kennt immer die Antwort, hat immer die Lösung. Und jedes Mal, wenn ihr euch die Hände schmutzig macht, indem ihr versucht, eine weitere Herausforderung zu bewältigen, könnt ihr auf eine andere Emotion zugreifen. Ihr fühlt Frustration, Verzweiflung, Ärger, Wut. Was auch immer ihr fühlt, sagt euch auch, dass ihr euch von eurem wahren Selbst entfernt, von der Göttlichkeit, die in euch ist und geduldig auf euch wartet. Und wenn ihr wieder in eure Mitte zurückkehrt und euch auf die Liebe, die Anbindung und den Frieden einstellt, wird es für euch so viel einfacher zu erkennen, dass die Lösung, wie ihr mit diesen Herausforderungen in eurem Leben umgehen könnt, immer da war. Nichts, was ihr jemals tut, ist jemals falsch. Es ist kein Fehler, sich auf all diese Versuche und Irrtümer einzulassen. Sie helfen euch, an den Punkt zu gelangen, an dem ihr die Ausrichtung auf die Quelle spüren könnt, die ihr spüren wollt. Sie helfen euch zu entscheiden, wer und was ihr wirklich seid und wie ihr jede Situation in eurem Leben anders angehen könnt. Das Erste, was ihr tun könnt, wenn ihr mit einer Herausforderung konfrontiert seid, der ihr nicht gewachsen seid, ist euch ihr zu ergeben. Der erste Schritt ist Akzeptanz. Wenn ihr euch zuerst diesem Modus der Akzeptanz hingebt, müsst ihr euch nicht so weit von dem entfernen, was ihr wirklich seid, um zum Zentrum, zum Gleichgewichtspunkt, zur Wahrheit zurückzukehren, dass ihr die Lösung in euch selbst habt. Und manchmal müsst ihr einfach nur still werden und nichts tun, um etwas zu euch kommen zu lassen, das besser repräsentiert, wer ihr wirklich seid. Wenn ihr also die Bereiche eures Lebens betrachtet, in denen ihr diese Frustration erlebt, in denen ihr das Gefühl habt, vor einer unmöglichen Herausforderung zu stehen, atmet tief durch. Lasst die Anspannung und die Sinnlosigkeit des Versuchs, alles zu verstehen, los und gebt euch dem hin, in der Annahme, dass es eine Entscheidung ist, die ihr auf einer anderen Ebene eures Bewusstseins getroffen habt, um euch selbst besser kennenzulernen. Und ihr könnt euch auf die Zukunft freuen, wenn ihr eine dieser kniffligen Erfahrungen vor euch habt, denn ihr werdet wissen, warum es sie gibt und wohin sie euch führt.
Wenn ihr erkennt, dass es nur darum geht, uns alle gemeinsam nach Hause zu bringen, kann diese Reise viel lustiger und interessanter werden. Und wenn ihr erkennt, dass es nichts gibt, was ihr tun müsst, sondern nur alles, was ihr tun könnt, dann könnt ihr leichter zu diesem Ort des Friedens in euch selbst gelangen, an dem alle Antworten liegen. Wir setzen uns dafür ein, dass ihr diesen Ort schneller erreicht. Wir sind die Schöpfer und wir lieben euch sehr. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.